Diese Woche nehme ich mir mal eine kleine Auszeit von den Navi-Tests, bevor ich mich dann auf meinen zumindest vorerst letzten Kandidaten stürze. Und auch sonst habe ich relativ wenig Zeit. Aber so ganz ohne Video will ich euch natürlich nicht stehen lassen. Deswegen gibt es einen kleinen Reisebericht vom Ace Café in London. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Zu einer recht frühen Uhrzeit. Es ist noch ganz schön dunstig, obwohl es heute ja wieder noch 30 Grad werden sollen. Aber im Moment hüllt sich alles noch ein wenig in Nebel. Ja, wie schon gesagt, eine kleine Auszeit von den Navi-Tests, die ja doch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, die ich diese Woche auch irgendwie nicht habe. Ich muss also arbeitsmäßig mal wieder auf Achse. Ich will euch da aber nicht komplett hängen lassen, deswegen gibt es zumindest ein kleines Häppchen, was lustigerweise auf meinem letzten Arbeitsausflug aufgenommen worden ist. Ich hatte also wieder mal die Möglichkeit nach London zu fahren und da quasi etwas von meiner Bucketlist zu streichen, nämlich einen Besuch im Ace Café in London. Ist jetzt natürlich nicht sonderlich spannend geraten. Ich wäre ja viel lieber mit dem Motorrad dahin gefahren. Aber so, man nimmt, was man kriegt. Deswegen bin ich dann halt einfach mal so aufgebrochen Richtung Ace Café. Liegt im Nordwesten von London. Ja, und jedem, dem das Ace Café nichts sagt, es ist eigentlich für Motorradfahrer, sollte es zumindest recht bekannt sein, weil es ja quasi die Wiege der Cafe Racer ist. Im Café oder Restaurant, wie auch immer, kann man, wenn man die Treppe hochgeht Richtung Toiletten und so weiter, da gibt es eine recht schöne Galerie, wo so die Historie auch ein bisschen aufgeführt wird. Das Café hat also ursprünglich, glaube ich, 1938 aufgemacht und war quasi so eine Art Truckstop und hat sich aber auch recht früh schon so als Treffpunkt für Motorradfahrer auch ein bisschen etabliert. 1940, zu Zeiten vom Zweiten Weltkrieg, hat es dann auch ordentlich Schaden genommen und war deswegen auch geschlossen. Und ich glaube, erst 1948 oder 1949 ist es dann wieder eröffnet worden. Dann hat es aber relativ schnell einen recht hohen Status bekommen bei Motorradenthusiasten. Und da ist dann, wie gesagt, auch diese Cafe Racer-Szene entstanden. Da wurden also standardmäßige Motorräder umgebaut, so ein bisschen, um den Rennmotorrädern zu entsprechen, die damals schon auf der Isle of Man gefahren sind, die Straßenrennen gefahren sind. Da wurden halt Stummellenker verbaut, alles Unnötige abgemacht, relativ flache Linie, gerne auch mal hinten so Einmannsitzbank mit so einem Höcker hinten drauf. Und das halt mit den damals angesagten Motorradmarken aus UK. Ja, und da wurden dann auch diese Record Races gefahren. Und Record in dem Fall nicht im Sinne von Rekordzeit, sondern Record wie die Single in der Jukebox. Das heißt, während ein Lied auf der Jukebox lief, mussten die Teilnehmer dann irgendwie die Straße runter bis zum nächsten Kreisverkehr und wieder zurück sein am Ace Café. Das waren also diese Record Races, die dann mit den auch damals schon sogenannten Cafe Racern veranstaltet worden sind. Das Ace Café hat dann schon 1969 dicht gemacht eigentlich.
ja, viele von den englischen Motorradmarken haben sehr gestrauchelt, das Interesse ging zurück, andere Straßen wurden aufgemacht und haben halt den Hotspot Ace Café so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Deswegen, wie gesagt, 1969 hat es zugemacht. Und anlässlich des 25. Jubiläums der Schließung haben dann 93 irgendwelche Fans, die, glaube ich, auch bis dahin schon immer jährlich ein Treffen gemacht haben, die haben dann so ein bisschen eine Planung gemacht, um, wie gesagt, zum 25. Jubiläum 1994 das Ace Café nochmal aufzumachen. Und es hatte dann auch zunächst erstmal samstags, sonntags und ich glaube ersten Mittwoch im Monat immer offen. Und das hat sich dann so weit das Interesse irgendwo gesteigert, dass, ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht mehr, 2001 glaube ich, hat das Ace Café dann wieder regulär geöffnet und ist seitdem halt offen und der Treffpunkt halt für Motorradfahrer. Meine Bilder, die ich euch jetzt so nebenbei ein bisschen eingeblendet habe, sind natürlich zu einer recht unglücklichen Uhrzeit entstanden oder Wochentag und Uhrzeit, wo relativ wenig los war. Aber das ist natürlich jetzt zu Zeiten der DSGVO recht praktisch, weil ich dann weniger Gesichter verpixeln muss. Also jedem, dem so ein bisschen was am Motorrad liegt oder daran Spaß hat und der mal in London ist, kann sich das gerne mal geben. Gibt auch lecker Burger dort im Selbstbausatz quasi. Ihr bekommt also den Burger, das Brötchen mit dem Fleisch drauf und die ganzen Einzelteile extra und könnt euch den dann selber zusammenbauen. Und wenn ihr auch mal beim Ace Café vorbeischaut, dann haltet doch Ausschau nach mir. Ich habe mich bei meinem Besuch natürlich gleich erstmal verewigen lassen. Vielleicht entdeckt er mich ja. Ja, und das war's auch schon mit meinem kleinen, kurzen Rückblick für diese Woche. Ich hoffe, wenn ich dann von meinem Arbeitstrip wieder zurückkomme, passt das Wetter, dass ich dann den letzten Navi-Test von meiner Liste noch erledigen kann. Und dann habe ich, wie gesagt, auch erstmal genug von Navi-Tests und hoffe, dass es dann wieder erstmal ein paar andere Videos gibt. Ja, und für mich bleibt an der Stelle wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss!